Freunde der Sonne, ich habe gestern ein Video dazu gemacht, wie man den Noclean eigentlich leicht und schnell zähmen kann. Allerdings ist es ein bisschen buggy und dafür gibt es jetzt einen Workaround. Deswegen nochmal ein neues Video dazu und wie das geht, schauen wir uns jetzt mal an. Moin, mein Name ist Nico, der Profi. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Ark und der Genesis 2 Content wird hier rausgeballert. Hast du Bock darauf? Lass ein Abo da. Ich würde sagen, wir gehen rein. Wie immer habe ich natürlich alles vorbereitet, was wir brauchen. Taktik hat sich ein bisschen geändert. Und ja, ich habe das bei Nooblets gesehen und mache das Ganze jetzt nochmal auf Deutsch. Für uns, damit wir auch hier den Workaround haben. Also, wir brauchen heute wieder Netzprojektile und die dazugehörige Harpunenschleuder. Das ist ja, ne, wie gehabt. Wir nehmen diesmal 4 Zaunfundamente und 4 Steinwände mit hinzu. Und wir brauchen 8 kleine Steintore und die dazugehörigen Tore. Also Bögen und Tore, ihr wisst, was ich meine. Außerdem brauchen wir eine Flinte und dementsprechend auch Betäubungsmunition dafür. Warum? Sollte es buggen, dann können wir den Noclean resetten, indem wir ihn betäuben. Mega, mega nice. Ansonsten, ich nehme diesmal mal 8 Carbos mit. Es gibt immer noch keine Daten im Dododex, was man jetzt genau braucht. Carbos geben aktuell so 20% Tame-Fortschritt. Und ich sag mal so, lieber eine zu viel dabei haben, als eine zu wenig. Die sind bei mir Level 120, das heißt, wenn ihr euch welche auf Level 80, 90 zähmt, dann kommt ihr auf dem Level raus und das müsste in der Regel auch schon reichen. So, ich habe mir zwar wieder Noclean markiert, ich kann euch aber gleich mal zeigen, da gab es nämlich einen netten Kommentar unter dem anderen Video, wie man die noch ein bisschen leichter finden bzw. tracken kann. Und das auch ganz ohne Mod. Wenn wir die R-Taste gedrückt halten auf dem PC, dann können wir unser Helmvisier umschalten. Und ihr seht jetzt, jetzt scannen wir die Umgebung und uns werden halt so, ja, wir bekommen halt eine weiße Outline und so sehen wir eben Kreaturen. Ich weiß jetzt nun ungefähr, wo wir hinrennen müssen, aber eigentlich sollte man die ganz gut damit aussehen, weil man, wie gesagt, alles markiert bekommt. Wichtig, ich habe jetzt die Harpune mal nicht ausgewählt, weil sonst ballern wir wieder die ganzen Schleudern weg. Falls der Noclean uns zuerst angreift, das ist ganz, ganz wichtig. Sollte dann nachts vielleicht auch noch ein bisschen besser klappen unter Umständen. Da sehen wir jetzt die Ameisen. Ach, guck mal, da hinten, so ganz klein, da ist der Noclean. Tatsächlich, also damit könnt ihr auf jeden Fall das schon mal ein bisschen besser scannen. Wichtig, eventuell geht er jetzt uns an. Yes, er geht uns an. Jetzt müssen wir kurz ein bisschen Glück haben, dass wir nicht von diesen Mistviechern hier getötet werden. So viel zum Thema, in den Rockwell-Innereien ist es nicht so leicht wie draußen. Dann nehmen wir uns halt eine Armbrust noch mit hin und machen die mal kurz weg. Und wichtig, ich kann euch nicht sagen, auf welcher Taste das auf der Konsole ist. Ich bin immer noch verwirrt, dass das alles irgendwie auf einen Controller passen soll. Irgendwann müssen doch mal die Tastenkombinationen noch ausgehen. So, das Problem haben wir komplett gelöst. Sehr schön. Haben wir doch wieder ein kleines Learning gehabt. Und ihr müsst einfach darauf achten, dass ihr das vorher ein bisschen cleart. Ihr seht das ja auch mit der Ansicht. Und da unten ist er, wird uns sogar rot markiert. Sehr gut. Wir nehmen jetzt mal die Schleuder raus. Oh, jetzt kommt hier ein... Oh, es ist doch nicht euer Ernst. Wir gucken mal, dass wir auf eine möglichst ebene Fläche kommen. Hier ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, jetzt hat er uns doch nochmal. Das Mistvieh. Und genau deshalb eben nicht die Harpune ausgewählt haben, weil er ballert jetzt alles raus, was geht. Wir haben gleich noch genügend Projektile zum Schießen. So, er ist auf jeden Fall heiß auf uns. Hier ist eine ganz gute Fläche eigentlich, um ihn zu bekommen. Versuche jetzt mal ranzufliegen. Wir haben es wieder nicht getroffen. Er hat aber Bock auf jeden Fall. So, wir haben ihn aus der Luft gegriffen. Zaunfundamente, wir haben jetzt eine Minute Zeit, um die zu setzen. Und setzen die natürlich hier schön ran. Hoffen natürlich, dass es jetzt alles passt. Das haben wir natürlich auf einer Schrägen erwischt. Das geht natürlich auch alles ein bisschen besser. Wir placen das einfach mal so und hauen da jetzt auch mal die Wände ran. Ja, schön ist auf jeden Fall auch anders, aber das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Jetzt placen wir mal hier schön die Tore. Versuchen die dann in so einem, ja, Achteck ist es ja quasi, ne, hier zu setzen. Also wirklich schlechter hätte man den Spot nicht wählen können, um ihn zu zähmen. Aber wenn das Video oben ist, hat es damit geklappt und dann wird es bei euch auch klappen. So, nochmal einmal alle Türen reingesetzt. Noclean ist noch da, sehr gut. Und jetzt ballern wir mal eben die Carbos raus. So, wir hauen die mal alle hintereinander raus, völlig egal. Die kriegt zwar alle die Kryo-Krankheit, die stehen aber gleich wieder auf. Dann müssen wir jetzt die ganze Zeit warten. Das wären ja sonst bei 8 Stück 8-mal... Ne, 7x5 Minuten bei den ersten könnten wir so rausdroppen. Das ist eine ganz schöne Zeit. Deswegen machen wir das jetzt mal so.
Ja, das ist vielleicht so suboptimal, dass die da jetzt reingeflogen ist. Wir pfeifen mal alle auf Passiv. So, die Carbos sind gleich durch. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich hole mir mal kurz die Flinte raus, weil der Noclin ja, beziehungsweise weil die Carbo da so dämlich drin hängt, würde ich ganz gerne einmal den Noclin betäuben, bevor alle wieder wach sind. Dafür reißen wir einmal hier ab. Schießen einmal ab. Er fällt direkt um. Sehr gut, damit resetten wir ihn quasi. Es stehen jetzt gleich alle auf. Nach und nach stehen alle auf. So, da ist jetzt auch die letzte Schildkröte. Wir pfeifen mal alle mit diesem Rad auf Passiv. Das ist jetzt wichtig. Sind alle auf Passiv. Wir können hier mal alles wegreißen, damit der Noclin dann quasi gleich freie Bahn hat. So, und da geht er los und greift schon mal den ersten an. Das ist sehr gut. Wir gehen jetzt mal hier hoch und beobachten das Ganze mal von oben. Und wichtig, wir gehen ins Inventar und gehen hier auf den Dino-Fuß mit dem Plus. Denn da sehen wir jetzt den Noclin, markieren uns den einmal. Und dann sehen wir auch den 10-Fortschritt von ihm. Solange er noch hoch geht, ist das gut. Bleibt er stehen, könnten wir ihn quasi lösen vom Tier. Beziehungsweise wir können uns auch eine Kryo bereit machen schon mal. Und gleich wechselt er das nächste Tier. Jetzt ist er gerade unten. Der schon erst auf dem nächsten Tier. Wir können das andere Tier direkt mal wegnehmen, was schon von ihm angegriffen worden ist. Denn das dauert eine Zeit, bis er die wieder angreifen kann. Und bis dahin sollten wir ihn eigentlich gezähmt haben. So, er zähmt sich fröhlich weiter. Springt jetzt auch gleich wieder ab. Ich nehme dann die nächste Kryo schon mal in die Hand und versuche ihn dann hier auch wieder gleich einzukryoen. Er ist wieder unten. Nimmt sich schon den nächsten. Perfekt, es läuft sehr, sehr gut. Den kryoen wir auch ein. Der wurde nämlich auch schon benutzt. Da ein bisschen aufpassen einfach, dass ihr da Bescheid wisst, wer schon angenuckelt worden ist von ihm quasi. Wichtig, sollte er runtergehen und er backt wieder rum, dass er rumrennt und sich keine Schildkröte nimmt, versucht ihn mal ein bisschen hin und her zu pfeifen. Das könnte klappen. Ansonsten, wenn das zu lange dauert und er wirklich mal so eine Minute oder zwei lang gar nichts macht, betäubt ihn einfach wieder und schmeißt wieder die Schildkröten raus. Dann wird er sich resetten und wird wieder neu anfangen. Er geht sogar wieder auf die nächste Schildkröte. Wunderbar. Es ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie belohnt das ist, dass es jetzt mal funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wir gehen wieder weg. Er nimmt schon wieder die nächste Schildkröte, die er angreift. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Sind eigentlich noch genug Schildkröten da, ne? Da wird er jetzt gleich bei 70-80% sein. Stelle mich mal hier oben hin. Wieder die Kryo im Anschlag. Dass ich die auch gleich wieder kryoen kann. Sehr gut. Haben wir die auch wieder weggenommen. Die ist sogar schon fast tot. Vielleicht schaffen wir es noch, bevor er die tötet. Haben wir die auch. Sehr gut, er ist wieder ab. Ich nehme wieder die nächste hier raus. Er zähmt sich wieder weiter. Macht wieder Damage. Oder er greift sie gerade nur an, einfach, ne? Er greift sie gerade nur an. Jetzt pfeife ich mal kurz. Das interessiert die Carpo aber nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir einmal gepfiffen. Jetzt ist er dran. Jetzt ist es wieder korrekt. Sehr gut. Das heißt, seht ihr, in einer Tick vom Damage, dann greift er nicht an. Also einmal pfeifen, schön, dass das auch mit dem Video drin ist, 95%. Vielleicht reicht die jetzt sogar schon. Ja, sauber. Sehr, sehr gut, wir haben den Noclin gezähmt. Mir ist nochmal ganz, ganz wichtig darauf hinzuweisen, es ist ein Bug. Den können wir aber aushebeln, indem wir ihn eben betäuben und dann so gesehen resetten. Wenn ihr das so macht, sollte das was werden. Wie gesagt, ein bisschen hin und her pfeifen. Gegebenenfalls nochmal betäuben, wenn er irgendwo stuck ist und nicht mehr weitermacht. Nochmal die Turtles rausschmeißen und dann müsste das eigentlich auch funktionieren. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.